Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin mal wieder bei Ihnen, wenn auch nur digital, aber besser als nichts, wie gesagt. Und was Evdokia schon gesagt hat, ich möchte heute so einen kleinen Überblick geben über zwei oder drei wichtige digitale Produkte, die wir in unserem Haus anbieten, nämlich einmal über das digitale Unterrichtspaket und unsere Blink-Versionen und auch relativ neu die sogenannten Media-Bundles. Das sind Sachen, die wir in unserem großen und vielfältigen Angebot vielleicht besonders hervorheben sollten, weil sie für Sie als Kursleiter oder Kursleiterin wichtig sind, tatsächlich zu unterrichten. Ich werde so versuchen, einen kleinen theoretischen Einstieg zu geben, weil natürlich die Diskussion groß ist in diesen Zeiten, in Covid-Zeiten, wie man und ob man und wie man online unterrichten kann, ob das alles sinnvoll ist oder wie man es am sinnvollsten machen kann. Und da würde ich gerne versuchen, auch ein paar kleine Hinweise zu geben. Aber wichtig ist natürlich auch, die Produkte zu zeigen und entsprechend darauf einzugehen. So, ich hoffe, man sieht jetzt die PowerPoint. Und ich werde Ihnen so einen kleinen Leitfaden am Anfang geben, was ich mir vorstelle, was ich mit Ihnen machen möchte. Und dann, ja, gucken wir uns dann sozusagen live, ich hoffe, die Verbindung hält, auch die digitalen Produkte an. Also, welche digitalen Einflüsse gibt es in unserem Alltag? Das ist so eine Frage, die ich kurz aufwerfen möchte. Dann, in welcher Weise verändern oder haben digitale Medien Ihren Unterricht verändert? Das wäre ganz nett, dass Sie dann vielleicht das auch in den Chat mit hineinschreiben. Dann würde ich tatsächlich in das DUP, das sogenannte DUP, das digitale Unterrichtspaket einsteigen und Ihnen Funktionen und ja, Vorgehensweise zeigen. Der zweite wichtige Punkt wäre dann ein Blick in unsere LMS, Learning Management Systeme, die bei Blink Learning auf der Plattform laufen. Da haben wir fast alle aktuellen Lehrwerke auch digitalisiert. Und das letzte, kurz gehalten, das ist relativ neu, das sind sogenannte Media Bundles. Das ist eine Kombination zwischen dem Printbuch und dem digitalen Produkt dazu, die man seit kurzer Zeit bei uns erwerben kann. Wenn da noch Fragen auftauchen, dann, wie gesagt, würde ich die gerne an das Ende des Webinars stellen und versuchen, die auch zu beantworten. Falls es ganz wichtige Sachen gibt, wird Evdokia sicherlich mich informieren. Okay. So, also, welche digitalen Einflüsse gibt es in unserem Alltag? Ich denke, das ist Standard. Ja, jeder benutzt sein Handy zum Filmen, zum Fotografieren. Ich frage in den Präsenzveranstaltungen dann immer noch, wer hat denn überhaupt noch einen echten Fotoapparat? Und das wird dann eher ja, weniger mit den Rückmeldungen. Die wenigsten haben tatsächlich noch einen Fotoapparat. Also vollkommen normaler Alltag. Auch das leider in diesen Zeiten jetzt eher schwierig. Aber wenn wir bei Veranstaltungen waren, hat man gefilmt, keiner hat eine Kamera mehr mitgenommen, man hat das geteilt dann gleich auf dem Handy und auch das ist, glaube ich, Alltag gewesen, muss man jetzt leider sagen. Und wir hoffen, dass es bald wieder Alltag werden wird. Ist das auch Alltag für Sie? Also vielleicht kann man diese Frage auch schon kontrovers diskutieren, ob man in dem Alter schon kleine Kinder vor das Tablet oder vor das Handy setzen sollte. Das ist ein wichtiger Punkt in Deutschland. Ich sage das immer wieder gerne, ist das sehr restriktiv gehalten. Viele Eltern und vor allem auch viele Kindergärten oder Schulen, selbst es in die Schulen hinein, verbieten den Umgang mit Handys oder Tablets im Unterricht. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Meine Frau ist Lehrerin an einem Gymnasium hier in Würzburg. Und da ist es tatsächlich untersagt, in der Oberstufe, wo man wirklich mit dem Ding ganz tolle Sachen machen könnte, damit zu arbeiten. Die Handys müssen im Unterricht abgeschaltet werden und werden nicht in das Unterrichtsgeschehen mit eingebunden, was natürlich eigentlich schade ist, denn das ist das Medium, das die Jugendlichen, die Studierenden auch später eigentlich am meisten benutzen. Gut, in dem Alter ist es vielleicht etwas schwierig. Interessant finde ich auch dieses nette Plakat, was ich von einem Verein bekommen habe, na, heute schon mit ihrem Kind gesprochen. So soll es natürlich auch nicht sein, dass der Medienkonsum letztendlich die Kinder außen vor lässt und wir überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren. Und einen netten Comic, der ist mir auch noch aufgefallen.
Solche Leute gibt es ja auch nach wie vor. Ja, eines der letzten Cafés, in dem man sich noch unterhalten kann. Das Digitale, das wirft natürlich die Frage auf, wie sieht unsere Kommunikation aus? Wie hat sich unsere Kommunikation verändert? Oder wie ist auch zum Beispiel die Kommunikation im Unterricht, wenn es um Fertigkeiten wie Schreiben, Lesen oder Sprechen geht? Vielleicht können wir mal ganz kurz sammeln, was so die wichtigsten digitalen Einflüsse in Ihrem Alltag sind. Jetzt ganz unabhängig vom Unterricht, aber wo würden Sie sagen, hat sich vielleicht in den letzten 10 Jahren das meiste in Ihrem Alltag verändert, wenn wir uns auf die digitalen Medien beziehen? Wo sind Sie ganz digital geworden? Wer liest zum Beispiel noch eine Zeitung oder so? Das fände ich mal ganz interessant, ob Sie da kurz was in den Chat hineinschreiben könnten, damit ich so ein kleines Bild bekomme, wie das aussieht. Vielleicht könnte Evdokia kurz zwei, drei Sachen sagen. Ich kann den Chat nämlich leider nicht lesen. Das ist immer das Problem bei diesen Also bisher Zoom-Meetings. ist noch gar nichts Ja. geschrieben worden. Hallöchen. Hallöchen hat Keine immer irgendwas. Zeitungen mehr, nur noch Internet. Ja, okay. Es kommt noch nichts. Okay, also es geht um ganz allgemeine Einflüsse, nicht unbedingt auf den Unterricht, sondern wie gesagt, wer hat noch ein Foto? Wer hat noch tatsächlich noch ein Fotoapparat oder wer hat noch einen Wecker? Das sind so Sachen zum Beispiel, ja. Kommen keine? Doch, ich informiere mich meist nur noch über das Internet. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau. Ein Fotoapparat haben wir noch, aber was? Der Wecker ist, was? Der Wecker, was ist der Wecker? Weg. Was ist dein Wecker? Ja, genau. Wie gesagt, wer hat noch einen Wecker? Also alle lassen sich wahrscheinlich durchs Handy wecken oder durch, ich will jetzt keine Werbung machen, Alexandra, Alexa oder wie sie alle heißen. Okay, gut, ich habe mal so ein bisschen gesammelt, was in den letzten Webinaren auch kam. Und das mache ich einmal als kurze Folie für alle mal sichtbar. Und ich glaube, das sind schon ganz wichtige Hinweise. Die Erreichbarkeit ist natürlich ein ganz wichtiges Argument. Wir sind überall zu jeder Zeit erreichbar und können entsprechend schnell reagieren und auch kommunizieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Auswahl des Kanals, wie gesagt, Sprachnachrichten, wer schreibt noch? Ja, vielleicht WhatsApp, aber Sprachnachrichten. Die aktuellen Textsorten haben sich geändert, auch im Unterricht zum Teil. Und was ich ganz interessant fand, natürlich diese ganzen audiovisuellen Elemente. Vor kurzem sagte tatsächlich einer, er hätte jetzt zum ersten Mal einen 3D-Drucker sich zugelegt, der ziemlich teuer war, aber er druckt dann Ersatzteile für gewisse Werkzeuge. Das fand ich total interessant. Also wer schon einen 3D-Drucker hat, das ist natürlich etwas, was sehr außergewöhnlich ist, aber hat natürlich auch mit der neuen Digitalisierung zu tun. Wie gesagt, das Bild sind so, ja, ein bisschen Erinnerung an die Vergangenheit. Fotoapparate, Disketten, Telefon, Plattenspieler, hat sich ja alles geändert durch die entsprechenden Möglichkeiten, die wir heute haben. Und wenn wir jetzt auch in den Unterricht schauen, beziehungsweise auf unser allgemeines Leben, dann ist es oft damit verbunden, dass man sich überlegt, wie sind wir überhaupt noch dabei, mit welchen Gedanken, mit welcher Aufmerksamkeit. Und diese Studie hier ist ganz interessant. Das geht nämlich darum, wenn man hat Jugendliche und auch etwas Ältere befragt, was tun sie, wenn nichts ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt? Die meisten wenden sich tatsächlich dem Handy zu und lesen Nachrichten, kommunizieren. Wie gesagt, bei über 77% der Jungen oder Jüngeren ist das interessant und bei nur 10% der etwas Älteren, sage ich jetzt mal, das ist natürlich vielleicht auch eine Generationsfrage. Wobei meine Oma, wie gesagt, hatte das tatsächlich, als sie noch lebte, sie ist leider vor ein paar Jahren gestorben, hat sie noch dieses große Tastenhandy gehabt. Meine Mutter, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, ist total fit im digitalen Bereich.
Es hat damit zu tun, dass die Aufmerksamkeitsspanne sich verändert hat. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu der Theorie, wie das Digitale unseren Unterricht verändert. Denn man hat festgestellt, dass die Aufmerksamkeitsspanne sich einerseits verringert hat, andererseits, dass zum Beispiel dieses Multiscreening oder auch die Nutzung sozialer Medien bei uns die Wahrscheinlichkeit verringert, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die überaus langweilig ist. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Erkenntnis. Also wir können schneller selektieren, interessiert mich das nicht und dementsprechend auch filtern. Und ich nenne jetzt mal ein paar Vorteile, die diese Studie Microsoft, klar, man muss immer wissen, von wem das kommt. Trotz allem ist es natürlich interessant, wenn man feststellen kann, dass wir Informationen intensiver und effizienter aufnehmen, dass wir gelernt haben, im Laufe der letzten, ja, 20 Jahre Informationen in kürzerer Zeit aufzunehmen. Und natürlich, das ist klar, dass wir besser multitasken können und die entscheidenden Inhalte auch im Unterricht, wenn man ein kleines Projekt aufgibt, eine Internetrecherche viel schneller findet. Das kann man sozusagen live machen. Ja, wenn man auch im Online-Unterricht die Schüler oder Schülerinnen in so sogenannten Breakout-Sessions schickt und sie dann in ihren Projektgruppen Viertelstunde Zeit haben, ein Projekt zu bearbeiten. Aber auch im Präsenzunterricht hat man festgestellt, dass der Einsatz digitaler Tools als notwendig angesehen wird. Frau Professor Grein und Herr Strasser haben es zum Beispiel festgestellt und nennen dafür vier Gründe. Also die Lebenswelt hat sich verändert, unsere Zukunft ist natürlich noch mehr auf Digitales ausgerichtet und das bessere Lernen, weil man auch mit mehreren Quellen oder aus verschiedenen Quellen lernen kann. Die Multimedia-Effizienz ist deutlich höher geworden. Auch hier nochmal ein paar Auszüge aus diversen Studien. Also die digitalen Tools steigern die visuelle Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Insgesamt ist es so, dass man versucht, auch im Präsenzunterricht, das ist eine Prozentanzahl, die zum Teil immer wieder genannt wird, 10 bis 15, maximal 20% des Präsenzunterrichts sollten auch durch digitale Medien begleitet werden. Und Puyo hat festgestellt, dass schon eine Stunde am PC in der Woche einen positiven Einfluss oder Effekt auf unsere visuellen motorischen Fähigkeiten hat. Und wenn ich jetzt zusammenfasse, aus Deutsch lernen, Lehren lernen, unsere DLL-Reihe, wie die digitalen Medien den Unterricht verändert haben, dann kann man, glaube ich, diese drei Thesen aufstellen. Also natürlich ist man deutlich unabhängiger und auch die Art, wie wir etwas lernen, durch die verschiedenen Kanäle, durch die Möglichkeiten, das schnell aufzufangen, hat sich deutlich verändert. Wir sind medial und sozialer schneller verbunden und stärker verbunden, weil man tatsächlich, wie gesagt, unterschiedliche Medien nutzen kann. Das wissen Sie selbst. Jeder hat ein Handy, wahrscheinlich haben Sie noch ein Tablet und zu Hause ein PC und sind noch bei Instagram und den verschiedenen Plattformen angemeldet und kommunizieren dort. Also das ist deutlich, ja, hat deutlich zugenommen, die Intensität. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass Lernende aktiver am Lernprozess teilhaben können. Und interessant, wie gesagt, dass sie natürlich die Inhalte auch noch nach dem Präsenzunterricht zur Verfügung stellen können. Das gilt sowohl für unsere Lehrwerke in digitaler Form als auch für die ganz allgemeinen digitalen Medien. Was man feststellen kann, und das ist jetzt die Zusammenfassung, bevor ich dann tatsächlich gleich versuche, in den Bereich der digitalen Sachen zu springen, aus der Quelle des Goethe-Instituts, das finde ich eigentlich eine treffende Zusammenfassung, die das auch oder eigene Meinung widerspiegelt. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die digitalen Medien dort durchsetzen, wo sie den Alltag spürbar erleichtern, also auch den Unterrichtsalltag. Sie kennen selbst das klassische Beispiel, wir brauchen keine CD-Player mehr, man muss keinen Medienwagen mehr in den Raum schieben, den man aus dem Keller holen musste. Das geht alles mit Tablet und einem kleinen Lautsprecher oder mit Beamer, wo sie beruflich notwendig sind. Das ist ganz klar. Es gibt viele neue Berufsbereiche, in denen digitales Wissen gefragt ist und sogar unabdingbar ist,
wo sie eine Alternative zu analogen Wissenserwerb darstellen, auch klar, denke ich, Ablenkung bieten und, das ist jetzt wieder interessant, für den Unterricht beziehungsweise auch für das, was wir im Unterricht machen, den Spieltrieb befriedigen. Also diese ganzen Gaming-Apps, die wir ja zum Teil auch anbieten. Kahoot ist eines der wohl bekanntesten Beispiele im Moment. Ja, zu jedem wichtigen Lehrwerk haben wir auf der Webseite zum Beispiel fertige Kahoot-Übungen für Sie zur Verfügung gestellt. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, das will ich nur einfach kurz erwähnen, damit Sie wissen, wir haben das zwar immer auch im Hinterkopf, aber wir können es natürlich jetzt nicht näher beleuchten. Ihre Rolle als Lehrkraft ist auch im digitalen Zeitalter eine ganz wichtige, ja, wie Sie das Ganze steuern, wie Sie die Vor- und Nachbereitung für den Unterricht in die Hand nehmen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Über Merkmale guten Unterrichts könnte man eine ganze Webinarreihe machen. Das ist natürlich immer sehr individuell, aber auch im digitalen Zeitalter möglich. Auch da ist tatsächlich guter Unterricht, guter digitaler Unterricht möglich. Methodenvielfalt und die beiden wichtigen Punkte, die durch das Digitale eher leichter geworden sind, dass man individuell fördern kann. Sie können zum Beispiel bei Blink jedem Schüler einzeln entsprechende Übungen oder Hausaufgaben zuweisen, nachdem Sie gesehen haben, der hat eher Schwierigkeiten beim Wortschatz oder bei der Grammatik, die Evaluation hat das aufgezeigt. Man kann der ganzen Klasse entsprechende Übungen zuweisen und fördern. Also das ist auch im Namen sozusagen der Binnendifferenzierung ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da vielfältige Möglichkeiten haben, das zu lösen. Okay, dann würde ich jetzt wirklich mal versuchen, das so ein bisschen darzustellen. Was ist ein DUP? Was ist ein Blink-Lehrwerk? Und ich will ganz allgemein noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir ein relativ großes Angebot, das sehen Sie auf unserer Webseite, haben für die digitalen Medien. Es geht um Ausgaben mit LMS, mit diesem Learning Management System, ohne LMS. E-Reader, da geht es vor allem um Lektüren. Wir haben Vokabelpakete für Phase 6, Quizfragen oder Quizlet, Lernsets für Quizlet. All das finden Sie auf der Webseite. Unsere Klett Augmented App, glaube ich, ist relativ bekannt und mittlerweile auch nochmal verbessert worden. Da kann man mittlerweile durch einen Lehrer-VIP-Zugang auch neue Sachen mit dazu bekommen, kleine Vokabeltests oder Hinweise im Lehrerhandbuch. Wir haben Tests, Online-Übungen, Moodle-Kursinhalte. Ich glaube, das ist bekannt, interessant, auch dieser Language Level Evaluator, den Sie auf unserem Portal finden, wenn Sie da einen eigenen Text eingeben, checkt ihr ganz schnell, welches Sprachniveau das Ganze ist und gibt Ihnen eine wichtige Auskunft darüber. Okay, die digitalen Ausgaben, damit möchte ich jetzt beginnen und die Unterrichtssoftware, das ist im Grunde genommen wirklich Lehrersoftware, also diese sogenannten DUPs, das ist die Abkürzung, bei uns auch intern ausgesprochen, eben ein digitales Unterrichtspaket, ist ein Produkt, in dem Sie das Kursbuch, das Übungsbuch und das Lehrerhandbuch mit allen Audios, Videos klickbereit zur Verfügung haben. Und darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Ganze, eigentlich ist es eine Software für interaktive Whiteboards oder Smartboards, da wird es häufig eingesetzt, aber auch im Unterricht mit Beamer oder jetzt eben in Covid-Zeiten per Screensharing. Umfangreiche Werkzeuge, man kann markieren, ich werde es nachher zeigen, man kann sich sogar aufnehmen im Bild und Ton, man kann die Hördateien und Videos alle abspielen und auch aufnehmen und man kann in den neuen DUPs, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, zum Beispiel Lösungen und Transkriptionen ein- und ausblenden. Das ist ein wichtiger Punkt in diesem digitalen Unterrichtspaket. Also Lehrersoftware, wie gesagt, weniger für Schüler geeignet, eben für interaktive Whiteboards oder Smartboards oder jetzt für den Online-Unterricht. Und wenn Sie auf die Klett-Webseite Hellas gehen, ich zeige es nachher, gibt es dann die Möglichkeit, auch die entsprechende App auszusuchen, wie das aussehen wird. Und man hat auch hier ein paar Tipps zur Verfügung gestellt, wie man das machen kann. Also es eignet sich wirklich zum Zuhause vorbereiten. Mit den Werkzeugen können Sie entsprechende Zusatzmaterialien schon einblenden. Sie können auch eigene Links in das Dokument verlinken, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine entsprechende YouTube-Seite oder einen Link auch im Internet, der dazu passen könnte, dann ist das möglich, das in den
Unterricht mit hineinzunehmen. Sie haben Werkzeuge zum Markieren, zum Verdecken. Ich zeige es gleich, wie das aussehen kann. Oder Sie können, wie gesagt, auch eigene Aufnahmen aufnehmen. Ich mache das zum Beispiel im Unterricht bei mir an der Uni in Würzburg im Sprachenzentrum immer sehr nett mit dem Tablet. Wenn wir zum Beispiel einen Dialog sprechen im Unterricht, dann kann man tatsächlich ein Pärchen nach vorne kommen lassen und die können sich sozusagen live aufnehmen und sie können sogar live gefilmt werden, wenn ich das möchte oder wenn die das möchten natürlich auch. Und man kann das dann im Unterricht sofort anschauen und übertragen. Und natürlich, das ist auch gut, es ist online und offline nutzbar. Wenn Sie das dann einmal gemacht haben, müssen Sie einmal online gehen, um alle Änderungen zu speichern, aber dann ist es auch jederzeit offline nutzbar. Also das sind nur ein paar Hinweise, die wirklich ganz wichtig sind. Ich würde jetzt im Unterschied auch nochmal erst in der Theorie die Blink-Ausgaben kurz vorstellen und dann würde ich, damit wir da keinen Bruch haben und die Technik vielleicht ein bisschen leichter funktioniert, tatsächlich auch live in die Anwendungen gehen. Also das ist das erste Produkt, das DUB, wie gesagt, funktioniert mit unserer Klett-Sprachen-App. Wie das dann aussieht, zeige ich Ihnen. Sie müssen sich anmelden, Sie müssen die entsprechende App suchen, ob Sie ein Android-Gerät haben oder ein Apple-Gerät oder ob Sie es auch als Web-App nehmen wollen. Das ist alles möglich. Das zweite und wirklich ein unterschiedliches Produkt ist das sogenannte LMS Learning Management System. Also ein Learning Management System, LMS abgekürzt, das auf unserer Blink-Plattform läuft. Und was ist ein LMS? Das wird immer wieder gefragt. Das ist eine Plattform mit Werkzeugen und was die ähnlich sind wie im DUB, aber was der große Unterschied ist, dass sie interaktive Übungen im Arbeitsbuch haben und wenn die Schüler oder Schülerinnen oder Studentinnen oder Studenten dieses interaktive Arbeitsbuch bearbeiten, dann läuft sozusagen im Hintergrund eine Software, die evaluiert, was, wie lange und welche Fehler in dem Unterricht oder beziehungsweise in der Bearbeitung der Übung passiert sind. Und Sie können dann, ich sage es jetzt mal vereinfacht, mit Knopfdruck auf einen Blick sehen, der die Schülerin hat Schwierigkeiten beim Leseverstehen oder beim Wortschatz oder bei der Grammatik. Der Vorteil ist, dass auch das System, auch die Blink-Learning-Lehrwerke offline und online nutzbar sind. Das ist relativ leicht von der Oberfläche, wir werden kurz mal reingehen nach und das anschauen, relativ leicht bedienbar ist und dass wir es, glaube ich, geschafft haben, mit allen kompatiblen und im Moment gängigen Betriebssystemen das zu verknüpfen. Sie können es auf dem PC haben, Sie können es auf dem Laptop haben. Es funktioniert sogar auf dem Handy, ja, wobei ich da immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, wenn das Handy relativ klein ist, ob man überhaupt was erkennen kann, aber alles, was ein Tablet ist und größer, funktioniert auch wunderbar mit den Blink-Ausgaben. Also der große Unterschied zum DUB ist, dass man diese Ergebnisauswertung hat, ja, dass sie den Lernfortschritt ihrer Schülerinnen oder Schüler immer im Blick haben. Es ist eine optionale Variante. Sie müssen das nicht machen, ja, sondern Sie können natürlich eine digitale Klasse einlegen, aber es ist jetzt kein Muss, sondern es ist eine Option, die man sozusagen automatisch dazu bekommt. Und wichtig ist hier auch noch zu wissen, das sieht man hier an der Seite, es gibt eine Version für Unterrichtende und es gibt eine Version für die Lerner. Das muss aber immer kompatibel sein. Das heißt, entweder unterrichten und lernen alle mit den Ganzbänden des entsprechenden Lehrwerks oder alle mit den Teilbänden. So eine Mischform, der Lehrer hat den Ganzband, die Schüler haben die Teilbände, funktioniert leider nicht. Das ist das Einzige, worauf man hinweisen muss, was manchmal ein bisschen schwieriger wird. Also Ganzbände und Teilbände müssen korrespondieren. Und Sie sehen es. Ansonsten ähnliche Funktionen. Man kann einen digitalen Kursraum einrichten. Man kann alle Hördateien, Videos abspielen. Es gibt eine umfangreiche Werkzeugliste. Und natürlich können Sie im Übungsbuch die interaktiven Übungen bearbeiten. Das sind dann in der Regel geschlossene Aufgaben. Es gibt auch ein paar offene, die muss man dann vielleicht auch ein bisschen händisch korrigieren, weil es natürlich schwierig ist, von einer Maschine korrigiert zu werden. Aber ich versuche das dann gleich zu zeigen. Wichtig ist, dass Sie die Ergebnisse auswerten können und letztendlich wirklich sehen, der oder die Schülerin hat überhaupt keine Probleme. Da ist alles grün oder da gibt es ein rotes Feld. Da muss man mal genau nachgucken, was der für Schwierigkeiten hat. Auch diese Produkte
sind in dem Shop von Klett Hellers zu erwerben. Wie gesagt, F2Kia hat schon was dazu gesagt und wird nachher auch noch was dazu sagen. Für alle aktuellen modernen Lehrwerke der neuen Generation und auch für einige der wichtigen Älteren gibt es Blink-Versionen bereits im Internet. So, auch hier nochmal der Unterschied. Die Unterrichtsformen variieren hier natürlich noch ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch Blended Learning damit abbilden können und ganz unterschiedlich, wie gesagt, es gibt ja auch beim Blended Learning Unterricht verschiedene Modelle, 30, 70, 50, 50, wie auch immer, das ist alles möglich, weil man das relativ individuell einsetzen kann mit diesem LMS. Man hat einfache Grundfunktionen. Wie gesagt, wer das LMS nicht nutzen möchte, hat auf jeden Fall die üblichen Dateien, Audios, Videos, abspielbar, Tafelbilder, alles das, was im Unterricht wichtig ist. Neu und der Unterschied zum GDUB ist eben, dass Sie einen virtuellen Kursraum einrichten können und damit Ihre Schüler evaluieren. Sie können in diesem Kursraum, das hatte ich schon angedeutet, Hausaufgaben zuweisen, Übungen vergeben an einen einzelnen Schüler, aber auch an die ganze Klasse. Und wie gesagt, auf einen Blick, auf einen Knopfdruck kann man relativ schnell erkennen, wo es Schwächen oder Stärken gibt. Das ist, glaube ich, der Unterschied zum LMS und relativ wichtig. Okay, wenn jetzt keine Fragen aufgetaucht sind im Chat, würde ich tatsächlich jetzt mal live in die Anwendung springen. F2Kia, gibt es irgendwas Wichtiges? Nein, Rainer, alles okay. Ist, glaube ich, klar. Okay. Du kannst. Okay, dann versuche ich jetzt mal live in die Anwendung zu gehen. Und zwar würde ich zuerst anfangen mit dem DUB. So, kleinen Moment. Muss ich nur wieder richtig teilen. Ja, und zwar springe ich da zuerst auf unsere Webseite. Sieht man das? Klett-Sprachen-App jetzt neu? Ja, wir sehen alles. Genau, okay. Also das ist der Einstieg sozusagen. Hier müssen Sie zuallererst auswählen, welches Gerät Sie haben. F2Kia hat gesagt, dass das zum Teil übernommen wird von Klett Hellers, dass Sie entsprechend auch angerufen werden, ob Sie die richtigen Ausgaben bestellen. Also es gibt für iOS eine App, es gibt für Android, für Windows, für den PC, für Mac und für Linux. Also da sollte man gucken. Relativ unkompliziert ist diese App hier ganz oben, die Web-App, ja, die eigentlich für alle gängigen Browser funktioniert. Voraussetzung ist natürlich eine relativ stabile Internetverbindung. Sie müssen da nichts installieren, sondern es ist eine Web-App. Man geht da drauf und hat das Ganze dann auf einen Blick. Also das ist der erste Schritt, mit dem man sich entsprechend anmelden muss. Es gibt dann hier Kurzanleitungen, wie das Ganze funktioniert, wie das Anmeldeprozedere vorgehen soll. Und dann gibt es Hinweise zu den Ausgaben und DUBs, die wir zur Verfügung stellen. Also das wäre sozusagen der erste Schritt. Suchen Sie sich die entsprechende App aus für Ihr Gerät, für Ihr System und dann kann man starten. So, jetzt gehe ich live sozusagen in unser Unterrichtspaket. Sieht man das jetzt auch? Netzwerk neu? Ja, die Seiten sind aufgerufen. Und okay. Gut. Also Sie haben sich dann angemeldet in der App. Sie haben einen Code von uns bekommen. Diesen Code geben Sie praktisch bei der Anmeldung mit ein und dann wird hier, ist es Netzwerk A1, das Buch in digitaler Form sozusagen aufgespielt. Sie sehen die entsprechenden Lektionen des Kursbuches, Inhaltsverzeichnis und hier unten des Arbeitsbuches. Das sind die etwas weniger bunten, die man dann jederzeit entsprechend aufrufen kann. Und wenn ich jetzt einfach mal in eine Lektion gehe, dann ist es so, dass es relativ schnell geladen wird. Ja, Sie sehen es. Und dass man jetzt hier das Buch oder die Lektion in digitaler Form zur Verfügung hat. Man kann mit der einfachen Werkzeugleiste hier zum Beispiel Werkzeuge dazufügen. Ich zeige gleich, wie die funktionieren. Und es gibt die Möglichkeit, mit der erweiterten Symbolleiste hier einige Grundfunktionen aufzurufen. Wenn Sie hier zum Beispiel auf der linken Seite die Sidebar einschalten, haben Sie jede Seite nochmal
im kleinen Format und könnten das auch durchklicken. Das wäre kein Problem. Und mit der Seitengröße können Sie das jederzeit zoomen, größer machen oder kleiner machen. Ja, wenn man Bilder zeigen will, wie auch immer, dann hat man das hier zur Verfügung. So, und dann gibt es, Sie sehen es, diese Übung, dieses Symbol für eine Übung. Und das ist jetzt die Übung in digitaler Form. Und eine Sache, die ich vorhin schon angesprochen hatte, man kann immer die Lösungen einblenden. Also das ist etwas, hier geht es nur um Buchstaben, die eingeblendet werden. Das geht aber auch, wenn es richtige Sätze gibt. Ja? Also die Möglichkeiten, die Lösungen einzublenden, sind immer gegeben und funktionieren in der Regel relativ schnell und einfach. Dieses V, das ist etwas, was wir auch in unserer CLAT Augmented App neu zur Verfügung gestellt haben und das Sie natürlich auch in den digitalen Unterrichtspaketen finden. Das ist ein kleiner Wortschatztrainer. Ja, das ist über die App abrufbar, aber jederzeit auch im Lehrwerk. Sie sehen es, das sind so kleine Wortschatzkarten, die in der Lektion dann passen. Was ist das? Ja, was wird gemacht? Sie müssen gucken, man duscht oder er duscht und man kann sich das duschen. Duschen. Auch entsprechend anhören. Das ist immer passend, kleine Situationen. Ja, was macht er? Er frühstückt. Frühstücken. Ja, also diese kleinen Wortschatztrainer sind sozusagen eingebaut in die digitalen Lehrwerke und die sehen Sie immer, wenn dieses kleine V, das so wie ein kleines V aussieht, hier entsprechend angeklickt wird, dann haben Sie eine kleine Vokabelarbeit und eine kleine Wortschatzarbeit. Bei den Audios, wie gesagt, ist es so, dass Sie jeweils das auch einspielen können, die Lösungen einfügen können und die Audios entsprechend eins abhören können und einspielen können. Das funktioniert auch sehr gut. Und bei größeren, jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine Aufgabe finde, wo es ein größeres Hörverstehen gibt, dann hat man auch die Möglichkeit, die Transkriptionen einzublenden. Hier geht es nochmal um die Lösung. Ich muss mal schnell gucken, ob ich eines finde. Ich gucke mal hier. Nein. Okay, also Lösungen sind immer einblendbar und die Transkriptionen auch. Ja, gut. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Tafelbilder, das ist dieses Symbol hier einzublenden. Sie kennen das Prinzip der Tafelbilder, die man im Unterricht am interaktiven Whiteboard oder Smartboard mit einblenden kann. Es ist so, dass es immer hier unten als Symbol einen kleinen Hinweis gibt, wie man mit dem Tafelbild arbeiten muss. Das ist praktisch sozusagen ein kleines Lehrerhandbuch. Also Aufgabe 10b, was sollen die Teilnehmer üben? Sie üben die Possessivartikel im Nominativ und im Akkusativ. Ja. Folgende Gegenstände werden über den Zufallsgenerator ermittelt. Das sind sozusagen für Sie schon Möglichkeiten, den Ablauf darzustellen oder auch das in den Unterricht zu holen. Und dann gibt es mit diesem Fragezeichen hier oben immer eine Hilfe, die man kurz einblenden kann, um nochmal deutlich zu machen, um was es hier geht. Hier geht es um die Possessivartikel. Entschuldigung, ich wollte das, ja. Und der oder die Schüler sollen dann entsprechend wissen, was sie machen sollen. Und dann startet man das entsprechende Tafelbild. Ich gebe das jetzt mal ein. Das ist, ja, mein. Okay, und die Schüler müssen dann, das finde ich immer ganz nett gemacht, das entsprechende Bild umformen und nach diesem Beispiel dann die entsprechenden Possessivartikel bilden. Also die Tafelbilder sind ebenfalls mit in den Unterricht integriert. So, vielleicht zu den Werkzeugen. Das ist jetzt noch was ich kurz zeigen möchte. Wichtig ist hier oben diese Leiste. Da gibt es die Möglichkeiten, Notizen einzufügen. Ja, wenn Sie was machen wollen, hier zum Beispiel habe ich mal eine Notiz für mich angefügt. Diese Übung am besten als Vorentlastung machen. Das kann man dann der entsprechenden Übung zuordnen und jederzeit für sich, jederzeit für sich dann auch als kleine Nachricht mit hinterlassen. Ganz wichtig ist
dieser Button hier die Liste der Lesezeichen, denn da finden Sie alle möglichen Zusatzmaterialien unter dieser Büroklammer. Da ist nämlich unter anderem das Lehrerhandbuch versteckt. Ja, Sie sehen es, dass Sie dann jederzeit mit auch einblenden können mit allen Kopiervorlagen und entsprechenden Vorschlägen. Also hier findet man das Lehrerhandbuch. Hier oben kann man die entsprechenden Kopiervorlagen drehen, herunterladen oder auch ausdrucken. Also das Lehrerhandbuch, ganz wichtig, ist hier oben unter diesen Anmerkungen zu finden, unter der Büroklammer. Und Sie finden hier, Sie sehen es, die entsprechenden Kapiteltests. Es gibt die Lösungen für die Kapiteltests, es gibt die entsprechenden Transkriptionen, die man zur Verfügung hat. Also das sind einfach Möglichkeiten, die Sie jederzeit mit in das Dokument einblenden können. Transkriptionen, Audios, Lösungen für den für die Clips etc., die Redemittelclips, die mit dabei sind. Also die sind jederzeit einblendbar mit diesem Button Liste der Anmerkungen. Wer Netzwerk 9 ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass es zum Teil verschiedene Grammatik- oder Redemittelclips gibt. Ja, wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen größer mache, kleinen Moment. Hier ist es ein schönes Beispiel, dass wir so einen Redemittelclip einblenden können. Es geht nämlich darum, Aussagen oder Entschuldigungen zu formulieren. Und Sie sehen es hier an diesem R3, Redemittelclip Nummer 3. Audios, Videos können Sie jederzeit ins Dokument holen. Hier geht es darum, so eine kleine Entschuldigungsform zu finden. Und Sie können bei den Clips und bei den HVs jederzeit die Transkriptionen ein- oder ausblenden. Das ist also auch eine Besonderheit des DUBS. Der Dialog, die Transkription bei großen Hörverstehen oder auch bei allen Clips können eingeblendet werden. Boah, entschuldige, ich bin zu spät. Sorry. Schon gut, macht ja nichts. Hey, es tut mir echt leid. Okay, okay. Ist kein Problem. Beim nächsten Mal aber bitte pünktlich. Natürlich. Ja. Die finde ich zum Beispiel bei Netzwerk Neu wirklich gut gelungen. Diese Redemittelclips, die sind immer so 20, 30 Sekunden, wichtige Redemittel. Und Sie haben es gesehen an der Mimik, an der Gestik, kann man da wunderbar im Unterricht erarbeiten. Sie können das anhalten. Sie können natürlich auch vermuten, ohne die Transkription einzublenden, was die beiden denn sagen werden. Man könnte dann einen eigenen Dialog aufnehmen. Und jetzt bin ich schon bei der Werkzeugleiste, die ich ein bisschen genauer nochmal zeigen möchte. Hier oben haben Sie noch eine spezielle Werkzeugleiste, wo Sie ganz die üblichen Werkzeuge zur Verfügung haben. Sie können etwas markieren im Unterricht zum Beispiel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das hier zu machen. Man kann etwas unterstreichen, man kann etwas durchstreichen. Sie können sich eine eigene Notiz einfügen lassen, die Sie dann jederzeit wieder aufrufen können als Hausaufgabe, aufgeben. Ja, und dann hat man den entsprechenden Button hier immer mit dabei, ja, und kann das entsprechend dann auch wieder löschen. Also, und man kann natürlich hineinschreiben, man kann markieren, man kann auch maskieren eine Fläche. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie möchten die Übung verdecken, dann hat man die Möglichkeit, das hier zum Beispiel über dieses Format zu machen. Alle Farben sind einstellbar. Sie können es durchsichtig machen, Sie können es dann undurchsichtig machen. Also, das sind diese typischen Übungen, die Sie haben. Gelöscht wird das Ganze immer wieder mit dem kleinen Papierkorb. Ja, da können Sie das sofort wieder löschen. Wenn Sie es nicht löschen, dann bleibt das eben als Unterrichtsvorbereitung mit dabei und man kann dann entsprechend tatsächlich auch bestimmte Sachen verdecken. Man hat geometrische Formen oder man hat diese Linie, das ist zum Beispiel keine Hausaufgabe, ja, kann man entsprechend nutzen. Besonders gut sind, finde ich, diese Möglichkeiten, sich aufzunehmen. Ich probiere das jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, weil ich jetzt ja zugeschaltet bin und mein Mikro und meine Kamera eigentlich benutze, aber zumindest das Audio müsste gehen. Man kann dann jederzeit, ja?
Darf ich kurz unterbrechen? Eine Kollegin fragte zu den Zusatzmaterialien, also das Lehrerhandbuch, ja, ob man die PDF-Dateien zum Beispiel herunterladen kann und ja, den Schülern zusenden kann. Man kann das herunterladen, das muss ich noch mal kurz zurück, kleinen Moment, mit diesem Button hier oben, wenn ich da reingehe und in das Lehrerhandbuch gehe, dann hat man hier oben, ich hoffe, man sieht das, die Möglichkeiten, das herunterzuladen. Sieht man das hier oben? Ja, man sieht das. Und auch hier zu drucken. Also die Möglichkeiten sind da und man kann die entsprechend auch drehen. Also es geht, man kann sie ausdrucken, man kann sie herunterladen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ist natürlich Papier, aber es ist möglich, das zu machen. Das bedeutet, wenn die Lehrer die PDF-Datei erhalten oder herunterladen, haben sie die Möglichkeit, eben auch die Datei entsprechend zu verwenden. Genau. Und sie müssen sie halt dann per Mail schicken, ja, das ist ja, dann hat die Frage, wie über das System kann man es nicht verschicken, aber man kann es herunterladen, kann die Kopiervorlage zum Beispiel einzeln herunterladen und dann verschicken, das ist möglich. Gut. Sehr gut, danke. Okay. Genau, jetzt war ich, wo stehen geblieben? Genau, ich wollte mich aufnehmen, also ich versuche das jetzt mal, mich aufzunehmen, wie gesagt, das sollte eigentlich funktionieren mit diesen Werkzeugen hier, dann gehe ich dahin, mache eine Audioaufnahme, Test 1, 2, 3, 4 und sollte die jetzt, wenn alles klappt, sofort abspielen können. Test 1, 2, 3, 4. Ja, haben Sie es gehört? War das zu hören? Ja. Und dasselbe, das wird jetzt nicht funktionieren, würde auch mit der Kamera gehen, aber da ich jetzt nur eine Laptop-Kamera habe, ist sie natürlich jetzt für dieses Zoom-Meeting gesperrt, aber auch hier könnten Sie dann tatsächlich eine Videoaufnahme machen und die entsprechenden Schüler oder Schülerinnen, ich habe das wirklich im Unterricht schon mehrmals gemacht, einen kleinen Dialog ausgesucht, man konnte die dann mit dem Tablet oder mit dem Handy filmen und sie konnten das sofort dann auch wieder übertragen oder über den Beamer übertragen und entsprechend sich kontrollieren. Also das ist eine schöne Sache, diese beiden Funktionen, Audios und Videos, das kann man beliebig oft machen. Also man kann auch 3, 4 oder 5 Pärchen holen und hier sehen Sie dann immer die entsprechenden Buttons, ja, Audio- oder Videoaufnahme. Das ist also etwas, was wirklich wunderbar funktioniert mit dem DUB und wo man dann tatsächlich super Möglichkeiten hat, das vorzubereiten, auch im Unterricht. Eine Sache wollte ich noch zeigen. In der Lektion 10 gibt es zum Beispiel ein wunderschönes Tafelbild. Und da, glaube ich, war auch eine Transkription mit etwas mehr Text. Ich hoffe, ich finde das noch. Ich hatte es mir extra notiert. Ja, also das hier finde ich ganz gut. Da geht es um den Grammatikclip, ja, perfekt mit Zeilen. Also Sie haben einmal den Clip. Es geht darum, dass Sie die entsprechenden Sachen markieren müssen und entsprechend den Clip, den zeige ich nachher vielleicht mal im Blink Learning, damit Sie den sehen. Aber dann hat man zum Beispiel einerseits noch die Möglichkeit, den Wortschatz zu üben, auch mit den entsprechenden Partizipien. Das passt dann sehr gut, ja. Die Übung ist wunderbar vernetzt und man hat die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Tafelbild dann, was man auch jederzeit wieder einfügen kann, die entsprechenden Personen auch üben zu lassen. Es geht nämlich hier dann in der Übung darum, dass Sie sehen es, zu jedem Foto die Perfektform und das entsprechende Prinzip nennen sollen. Und die Aufgabe ist so, dass man Bilder sieht. Man sieht Bilder und man hat dann diese entsprechenden Redemittel zur Verfügung und muss in einer bestimmten Zeit das tatsächlich dann auch hinbekommen. Ich habe jetzt mal 10 Sekunden eingestellt. Was haben die Personen gemacht? Sie sehen ein Bild und ihre Schülerinnen müssen das entsprechend, sie hat gearbeitet, ja, hat 10 Sekunden Zeit. Wenn sie fies sind, machen sie es in einer Sekunde, dann er ist Rad gefahren, er hat fotografiert, dann geht es natürlich viel schneller. Sie haben Kaffee getrunken oder geredet, Sie haben Fußball gespielt. Also man kann das dann wirklich variieren und hat dann schöne Sachen, gerade auch mit den Tafelbildern, die Sie jederzeit einblenden können im Unterricht und die Sie entsprechend machen können. Ja. Und die Übungen sind alle interaktiv. Sie sehen es, Lösungen einblendbar, Transkriptionen einblendbar.
Okay, hier kann man alles speichern in dieser Cloud und dann kann man das entsprechend auch auf ein anderes Gerät herunterladen, wenn Sie verschiedene Devices nutzen. Das ist also alles möglich. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, die man für das DUP, glaube ich, zeigen kann. Also Unterrichtssoftware für Sie als Kursleiterin oder als Kursleiter, die Möglichkeit eben mit vielen Werkzeugen entsprechend das zu machen, einzublenden. Hier oben haben Sie Werkzeugleiste. Man kann alles einblenden, alle Audios, alle Videos, die Vokabelübungen, die Tafelbilder. Also das ist etwas, was praktisch Ihr gesamtes Unterrichtspaket möglich macht auf diesem System des digitalen Unterrichtspakets. Nochmal für Sie als Kursleiterin, als Kursleiter, nicht für die Schüler gedacht in der Regel, ja, sondern das ist reines Lehrermaterial. Okay, Fragen dazu? Seitenmaskierung gibt es auch, das kennen Sie, der Vorhang, ja. Leider nicht mehr so schön wie im Alten, da konnte man den Vorhang wählen. Jetzt ist es nur noch schwarz, aber das, wie gesagt, die Werkzeuge hier sind alle auch erklärt. Im Internet gibt es Hinweise, wie man damit arbeiten kann. Genaue Anleitungen zu den einzelnen Funktionen und Werkzeugen findet man relativ einfach auf den entsprechenden Webseiten. Und Videos dazu, Und ja. Videos dazu, genau. Gut, wir haben jetzt noch Fragen zum DUP, ja, genau. 12 Minuten Ja. Zeit. Ich gehe Also ins Blink. genau zum Link. Vielleicht mache ich 2 oder 3 Minuten länger, aber ich hoffe, das ist jetzt klar. Also, das war das DUP. Jetzt komme ich zu Blink Learning. Kleinen Moment. Also, sieht das jeder? Kann man das sehen? Ja, wir So. sehen die Blink Learning Plattform. Genau, das ist jetzt die Blink-Learning-Plattform, mit der Sie sich sozusagen in den digitalen Ausgaben mit dem LMS zurechtfinden können. Normalerweise ist es so, dass Sie sich ganz am Anfang ein Konto erstellen müssen. Also man kauft einen Code oder bekommt einen Buchcode, den man hier eingibt. Dann registriert man sich einmalig als Lehrer. Sie müssen sich wirklich als Lehrer oder als Lehrerin registrieren, weil Sie dann entsprechende Lehrerausgaben bekommen. Die Schüler oder Schülerinnen müssen sich, das kommt dann im Nachgang, wenn man das beim Registrieren macht, als Schülerin oder als Schülerin registrieren. So, wenn ich dann das gemacht habe, kann ich mich einloggen. Ja, ich habe das jetzt schon gemacht, habe mich als Lehrer registriert, logge mich ein, habe auch schon den Code angegeben und jeden weiteren Code oder jedes weitere Buch sehen Sie, kann man hier mit diesem Button, das ist die Oberfläche Bücher hinzufügen, sich die entsprechenden Lehrwerke, die aktuell sind, die Sie benötigen, als LMS-Ausgabe einfügen. Das ist jetzt die Lehreransicht. Ja, ich habe jetzt das Kursbuch und das interaktive Arbeitsbuch von Netzwerk Neu. Und ich zeige ganz kurz das Kursbuch. Das ist praktisch das Kursbuch, wie wir es kennen, auch aus dem DUP in digitaler Form, nur ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt die entsprechende Lektion, die Sie schon kennen. Ja, man geht dann in das Kursbuch hinein. Wie gesagt, kann auch hier alles abspielen, alle Audios, alle Videos. Sie sehen es. Es gibt Vokabelspiele, wie Sie es aus dem DUP auch kennen. Also die Medien sind identisch, die Werkzeuge ähnlich. Es gibt einen Stift, es gibt einen Textmarker und unter den Ressourcen hat man hier nochmal alles genau aufgelistet, alle Audios, alle Videos, die Vokabelspiele, das Tafelbild und die entsprechenden Übungsbuchlektionen zum entsprechenden Kapitel. Sie können genauso zwischen Übungsbuch und Arbeitsbuch switchen. Schön ist auch dieser Scroll-Modus. Da kann man das Ganze dann, glaube ich, auch auf dem Handy und auf dem Tablet zeigen. Man kann es vergrößern, verkleinern, hier unten mit den Werkzeugen größer oder kleiner machen. Sie können aber auch wieder zurückgehen auf eine Doppelseitenansicht oder auf verschiedene andere Ansichten, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, die machbar sind. Aber die Sachen sind sozusagen das gleiche. Audios, Videos, Sie sehen es, können Sie jederzeit einblenden, abspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist das Kursbuch, das in digitaler Form vorliegt. So, interessant ist eigentlich das Übungsbuch, was nämlich das LMS hinterlegt hat. Und das LMS, das will ich kurz erklären, sehen Sie hier oben. Da gibt es nämlich meine Schüler, die Noten und die Lehrkräfte. Man legt eine Klasse an, wie das beschrieben wird. Da gibt es Tutorials dazu und hat dann die
virtuelle Klasse sozusagen vor sich. Sie sehen es und kann sowohl die Klasse betrachten, aber auch jeden einzelnen Schüler oder jede einzelne Schülerin. Und zwar kann ich das auch im Hinblick auf die ganzen Noten machen. Ich habe jetzt sozusagen eine kleine Fake-Klasse schon angelegt und ich kann dann sehen, Sie sehen es, einmal die Übungen, die Sie gemacht haben und alles, was grün ist. Es gibt ein Punktesystem von 0 bis 10 oder von 0 bis 100%, das kann man einstellen. Über 50%, wie gesagt, wird es grün und unter 50% oder unter 5 wird es dann rot. Da müsste man dann mal gucken, wo es Probleme gibt. Und dann kann ich mir das anschauen nach den Übungen oder auch nach den Fertigkeiten und sehe auf einen Blick, ich springe gleich in das Übungsbuch, wie das gemacht wird, wo gibt es Probleme im grünen Bereich, alles klar, im roten Bereich müsste man dann mal nachgucken. Das zeige ich Ihnen aber gleich, wie man das macht. Wie funktioniert das Ganze? Also die Schüler oder Schülerinnen bearbeiten das interaktive Übungsbuch. Das ist ganz wichtig, dass man das übt und man hat hier das interaktive Übungsbuch und jede Lektion und jede Übung einzeln aufgelistet. Ich gehe jetzt mal in eine, die ich anscheinend noch nicht bearbeitet habe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, jede Übung, da habe ich doch schon angefangen, zu bearbeiten. So, das ist noch sozusagen fast jungfräulich. Und es ist so, dass wir gesagt haben, nach 3 Versuchen muss die Übung abgeschlossen sein. Die Idee war eben nicht zu sagen, der Schüler oder die Schülerin macht die Übung 100 Mal und beim 101. Mal gibt er sie dann perfekt ab, sondern nach 3 Versuchen, wie gesagt, können Sie das entsprechend abgeben oder müssen Sie das abgeben und man hat ein relativ authentisches Bild. Diesen Knopf Übung von vorne beginnen sehen nur Sie als Lehrerin oder als Lehrer, denn wenn Sie digital unterrichten, können Sie die Übung dann jederzeit wieder starten. Wenn ich jetzt also entsprechende Übungen mache, ich tue jetzt mal so, als ob ich das eingefüllt habe. Sie sehen es, dann bestätige das, dann habe ich noch 2 Versuche. Wenn ich es nochmal falsch oder richtig mache, da kann ich mich verbessern, habe ich noch 1 Versuch. Und beim 3. Mal ist es eben auf 0 gesetzt und dann kann ich mir die Lösung anzeigen lassen, wie nämlich die Aufgabe hätte korrekt aussehen müssen. Und wie gesagt, Sie können das dann auch jederzeit von vorne beginnen lassen. Diesen Button von vorne beginnen haben die Schüler nicht. Und diese Aufgabe wird dann sozusagen im Hintergrund in meiner Klasse evaluiert. Und dann kann ich, wie gesagt, mit diesem Notenbutton relativ gut sehen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Schüler oder Schülerinnen relativ viel der Übungen gemacht haben. Laura de Silva sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe jetzt auf die eine Schülerin und ich kann mir jede Übung einzeln anschauen. Es gibt am Anfang so eine kleine Grafik für den Lernfortschritt und Sie sehen es beim Lesen, macht sie es gut, beim Wortschatz macht sie es gut, Hören auch. Schwierigkeiten hat sie beim Schreiben zum Beispiel. Und ich könnte dann, wenn ich möchte, in jede Übung einzeln gehen, ja, und kann gucken, wie lange hat sie gebraucht, wo war der Fehler, wo hat sie die Fehler gemacht. Sie können sich die Übung entsprechend anschauen und auch gucken, wo die Schwierigkeiten waren. Hier hat sie es anscheinend gar nicht bearbeitet. Ja, genau deswegen hat sie eine 0. Also man kann in jede Übung gucken und man kann auch jedem Schüler einzeln sozusagen aufrufen. Das ist das Schöne dabei, dass Sie das nach Fertigkeiten und nach Übungen zum Beispiel splitten können. Und dieses Ausrufezeichen, dieses orangene, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier zum Beispiel, zeigt, dass es manchmal Übungen gibt, die offen sind. Also 80%, 90% der Übungen sind geschlossen, damit das System das relativ einfach korrigieren kann. Aber wenn Sie so ein Ausrufezeichen haben, heißt es, dass es eine offene Übung gibt, die man sich dann nochmal anschauen sollte, ja, und die entsprechend dann korrigiert werden muss, sozusagen von Ihnen als Lehrperson nochmal gemacht wird. So, und mit dem Button Hausaufgaben oder auch Übungen, habe ich jetzt noch nicht zugewiesen, ich zeige es gleich mal in der entsprechenden Übung, kann ich dann jedem Schüler oder jeder Schülerin, wenn ich jetzt sehe, die hat Probleme beim Wortschatz oder hat Probleme bei der entsprechenden Aufgabe, tatsächlich nochmal Nachrichten zusenden oder Übungen zuweisen. Nachrichten ist insofern schön, weil Sie kleine Projekte teilen können. Hier zum Beispiel habe ich in die Gruppe eine fiktive Aufgabe gestellt, was kaufen wir heute im Supermarkt und habe das dann verlinkt, zum Beispiel mit einem, ich glaube, Lidl-Link. Lidl ist ein Supermarkt bei uns.
Und das können Sie sofort verlinken und die Schülerinnen können dann gucken, Angebote der Woche und können dann eine kleine Projektarbeit machen. Also das ist möglich mit diesen Button-Nachrichten. Sie können das an jeden einzelnen Schüler schicken. Sie können es aber auch an die komplette Klasse senden. Ja, da kann man verschiedene Projektarbeiten zum Beispiel machen oder Links einfügen, die das dann machen. Beschreiben Sie diese Katze und ich habe, glaube ich, einen Anhang genau mit dem Bild. Also das sind kleine Aufgaben, die Sie jedem Schüler oder jeder Schülerin einzeln stellen können. Hausaufgaben können Sie insofern zuweisen, da es bei jedem Arbeitsbuch, ich springe noch mal kurz in das Arbeitsbuch, einen Button gibt. Wenn ich in die entsprechende Lektion gehe, hier oben dieser kleine Pfeil, ja, gibt die Möglichkeit an den Schüler einzeln oder an die ganze Klasse, Sie haben sich vorher das angelegt, eine Hausaufgabe zu verschicken, eine entsprechende Übung aus dem Buch noch einmal zu verschicken. Sie sehen, der hatte Probleme beim Wortschatz, kriegt er noch ein paar Wortschatzübungen. Sie können das terminieren, Sie können eine Frist eingeben und schicken das dann ab. Das mache ich jetzt nicht, aber das ist relativ einfach möglich und man kann dann Schüler individuell Hausaufgaben zuweisen oder auch der ganzen Klasse. Also das sind diese Funktionen im Überblick. Interessant ist auch noch, dass es einen virtuellen Raum gibt für Lehrkräfte. Ja, wenn Sie ein Kollegium haben, dann kann man sich da untereinander vernetzen und entsprechend auch das Ganze benutzen und jemanden teilhaben lassen an seinem Unterricht. Also das ist das, was wir mit Blink Learning anbieten. Wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Produkt. Es gibt Schülerausgaben, es gibt Lehrerausgaben, das muss man wissen, hatte ich gesagt. Und Sie haben alles in digitaler Form. Der Unterschied zum DUB ist eben, dass Sie dieses LMS im Hintergrund laufen haben und entsprechend das nutzen können. Das kann man beim DUB nicht machen. Genau, und das war auch eine Frage einer Kollegin, die hier im Chat geschrieben hat. Was ist der Vorteil von Blink Learning und wie unterscheiden sich diese Produkte? Also, ja, also wie gesagt, das DUB ist diese Software für den Lehrer an und für sich. Ja, und beim Blink Learning Lehrwerk haben Sie Schüler- und Lehrerausgaben, können alles auch digital machen. Aber Sie haben die Möglichkeit, eben die Schüler zu evaluieren und relativ individuell zu betreuen, indem Sie Hausaufgaben, Projekte, Übungen den einzelnen Schülern zuweisen. Es gibt auch dann genaue Erklärungen im Internet, wie man eine Klasse anlegt oder einen Klassencode generiert. Das zeige ich nur ganz kurz, weil ich noch auf einen Punkt eingehen möchte. Also Sie werden nicht allein gelassen und im Webshop auch in Griechenland gibt es eben diese Blink-Ausgaben für Schüler und für Lehrer und die DUBs für die interaktiven Whiteboards, Smartboards oder für den Unterricht mit dem Beamer. Okay, ein letzter Punkt, das geht ganz schnell nur als Hinweis und dann bin ich fast schon wieder durch. Ganz neu sind diese Media Bundles, die es auch in Griechenland zu kaufen gibt. Das ist eine Kombination aus Printbuch mit einem Code integriert für die digitale Ausgabe. Also Sie kaufen zwei Produkte. Die gibt es für die ganz neuen Lehrwerke, für Netzwerk Neu, für Compass DAF, wie gesagt. Und diese Media Bundles haben eben die Möglichkeit, wenn man vielleicht bald wieder doch tatsächlich Printunterricht machen kann, dass man zusätzlich die digitale Komponente mit dazu kaufen kann. Ansonsten, Sie wissen es, es gibt noch viele andere Sachen auf unseren Webseiten, Service und Extra, die Klett Augmented App, die Sprachenportale, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, die Online-Übungen etc. Also das sind die Sachen, die, glaube ich, wichtig sind und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen deutlich machen können, wo die Unterschiede liegen. Eine letzte Folie möchte ich Ihnen aber trotzdem noch zeigen, denn die fasst meiner Meinung nach wirklich ganz, ganz hervorragend zusammen, wie die aktuelle Situation aussieht. Es ist tatsächlich so, dass uns die digitalen Medien sicherlich einen technischen Vorsprung sichern, aber ohne sie als Lehrperson oder als Lehrender ist das alles sozusagen nur die Hälfte wert. Und Professor Roth, einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, hat einen für meine
nach meiner Auffassung nach ganz richtigen Satz geprägt, wenn Sie als Unterrichtende nicht Persönlichkeit und empirisches Wissen liefern, wie man guten Unterricht macht, und das bezieht er ausdrücklich auf das Digitale, dann ist das Ganze von vornherein verloren, denn wir haben natürlich einen Mehrwert von digitalen Medien. Ich hoffe, ich konnte das zeigen. Es gibt Möglichkeiten zu evaluieren, zuzuweisen. Es gibt die Möglichkeit, alles in digitaler Form relativ schnell mit verschiedenen Medien, Audios, Videos, Tafelbildern zu vermitteln. Also das ist sicherlich ein ganz ein entscheidender Vorteil, auch in der individuellen Abrufbarkeit, dass man das durch diese neuen Medien schaffen kann. Aber wenn wir oder Sie als Unterrichtende das Ganze nicht in eine Form bringen oder auch in einen Rahmen bringen, ist es relativ aussichtslos. Ich kann das voll und ganz teilen. Ich unterrichte auch seit einem halben Jahr online hier am Sprachenzentrum der Uni Würzburg. Und ja, man kann viel machen, aber es ist immer noch wichtig, wie man das steuert. Das Ganze zusammengefasst im aktuellen Stand in unserer DLL-Reihe Nummer 9, Unterrichten mit digitalen Medien. Wer Interesse hat, sich das anzuschauen, hier gibt es die aktuellen Erkenntnisse, wie man das auch digital machen kann, wie man didaktisch im Unterricht vorgehen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Hinweise zur Unterrichtskonzeption und zur Didaktik. Kann ich nur empfehlen, sich dieses Buch zuzulegen. Wie gesagt, DLL 9, Unterricht mit digitalen Medien. Dann bin ich fast pünktlich und stehe jetzt noch für ein paar Fragen im Chat zur Verfügung. Sie kennen meine E-Mail-Adresse, Sie kennen, glaube ich, auch mich mittlerweile ganz gut. Also rufen Sie an, fragen Sie Evdokia oder auch gerne mich. Und jetzt stehe ich noch für Fragen im Chat zur Verfügung.